Windy City steht Kopf. Die Chicago Cubs stehen erstmals nach 71 Jahren wieder in der Finalserie der nordamerikanischen Baseballliga MLB. Nach dem Sieg über die Los Angeles Dodgers brachen in der Metropole am Michigansee alle Dämme. Die Fans der Cubbies warten schon seit Generationen auf diesen einen Moment. Das ist die beste Nacht meines Lebens. Ich bin so glücklich und nur 21 Jahre habe ich darauf gewartet. Es gibt so viele Leute, die viel länger darauf warten mussten, wie mein Vater zum Beispiel. Es ist großartig, es ist unbeschreiblich, die beste Nacht meines Lebens. Die erste Durststrecke ist mit dem Gewinn der National Baseball League beendet. Nun hoffen die Chicago Cubs auf den ersten Gewinn der World Series seit 1908. 4 Siege brauchen die Cubbies noch, dann wäre die längste Durststrecke im US-Sport zu Ende.